Ja, hallo und wieder herzlich willkommen bei der Janka Filmschmiede. Heute geht es um ein besonderes Gerät. Wir hatten ja schon lange eine richtige Fritteuse. Da haben wir uns endgültig verabschiedet und jetzt sind wir umgestiegen auf einen Airfryer und zwar auf eine Heißluftfritteuse. Und ich möchte halt unbedingt einmal testen, wie die genau funktioniert. Nicht nur Pommes heiß machen, auch, aber einfach mal. Ich möchte mal probieren, wie das funktioniert, das Ganze, weil einfach so Bock wird. Also wie gesagt, dieses Teil hat einen Frittierkorb, ja, und da kommt kein Fett rein. Und das heißt, das Gute ist daran, ein gesundes Garn, ohne dass das Zeug alles im Fett drin schwimmt, das wollen wir ja nicht. Und da wollen wir jetzt einfach mal uns testen. Also leicht zum Reinigen, hat 1500 Watt oder 1200 Watt, ich weiß es nicht, Entschuldigung, wenn ich mir versprich, ich glaube 1200 Watt hat das Teil. Wir haben einen Frittierkorb und wir haben diese Wanne, wo immer dieser Frittierkorb einfach reinkommt. Wir haben mehrere Stufen schon vorgewählt, aber wir können das alles manuell auswählen. So wie in diesem Fall wähle ich jetzt alles manuell. Und ich würde sagen, wir testen das Teil jetzt einfach einmal. Aber Heißluftfritteuse hat den Vorteil, man muss halt bestimmte Produkte, wie Pommes, einfach mit Öl besprühen. Weil man braucht ja einen kleinen Ersatz. Was zuerst in Öl drin schwimmt, braucht man irgendwie was, wo wieder ein Geschmacksträger drin ist. Auf alle Fälle gesünder, es schwimmt nicht in dieser Pampe drin rum. Und das wollen wir jetzt einfach einmal testen. Ich nehme jetzt einfach mal so eine Bockwurst her, die tue ich jetzt einfach ein bisschen einritzen. Damit das richtig schön ausschaut. Also ich war sehr zufrieden mit meiner richtigen Fritteuse. Bestimmte Sachen kann man natürlich hier wiederum nicht machen, aber alles was Tiefkühlprodukte haben, kann man wunderbar hier drinnen zubereiten. Man hat den Fettgeruch nicht in der Bude und es schont. Es tut einfach fettfrei garen und ich muss sagen, wir sind sehr zufrieden. Ich tue jetzt einfach diese da in die Behälter legen. Dann habe ich noch ein paar Pommes, die sind eh schon fettarm. Also die kann man nur empfehlen. Also ich mag es nicht so fett. Die tun wir jetzt auch hier drinnen. Zubereiten. Ich finde so Fritteusen immer wieder praktisch, vor allem wenn es einmal schnell geht. Das ist wirklich geil. Es gibt ja ein nettes Buch dazu, extra, was man in der Heißluftfritteuse selber zubereiten kann. Ich mache jetzt heute schnell. Ich will einfach einmal ein paar Pommes da rein haben. Also es wird alles so eingehauen wie bei der herkömmlichen Fritteuse, nur dass das ganze Zeug nicht im Öl drin rumschwimmt. Ja, das hauen wir jetzt einfach so rein. Ich hoffe, dass wir das so sehen können. Das haben wir jetzt einfach so rein. Wir schauen einfach mal, wie es wird. Es gibt da drinnen in diesem Korb eine Maximal. Das zeige ich dann gleich. Ich liebe diese Dinger, die sind immer wieder praktisch, so Schnappverschlüsse. Dann kann man das zumachen und wieder rein in die Gefriertruhe.
eine wunderbare Sache. Also ich habe jetzt das drin. Dann schieben wir das Teil rein. Ja, ein bisschen besprühen, das ist eine Pumpe. Und da sprühen wir das jetzt einfach ein bisschen ein, das reicht schon. Das schieben wir jetzt da rein und ich würde sagen, wir machen das Ganze. Die kann man jetzt hier einstellen. Ich habe jetzt 15 Minuten. Das könnte in etwa passen. Und eine Temperatur von 180 Grad. Und das probieren wir jetzt aus. Die Firma ist Montana. Das ist keine teure Heißluftfritteuse. Die hat gekostet 69 Euro. Ist alles dabei, was man so braucht. Es ist sogar noch ein Rezepthäftchen dabei. Und ich finde dieses Teil einfach genial. Also wir lassen das jetzt einfach drin, zwischendurch mal nachschauen. Man kann den Korb einfach rausziehen, dann ist es auf Standby. Und ohne Vorheizen, ohne alles, gleich loslegen. Also ich schalte dann wieder rein, wenn es soweit ist, bis zum nächsten Schritt. Ja, natürlich kann man das Ganze zwischendurch noch mal von der Zeit her regeln. Wir haben hier einen Zeitregler, wir haben hier einen Temperaturregler. Das kann man dann jetzt während der Arbeit hochschrauben auf 200 Grad, je nachdem. Und hier kann man die Zeit ändern. Ich habe jetzt noch verbleibende Zeit von 12 Minuten. Und wenn das rote Lämpchen erleuchtet, das heißt, der heizt jetzt richtig auf. Und wenn das ausgeht, dann ist die Temperatur eben erreicht. Es schwankt zwischendurch hin und her, weil immer die Temperatur so konstant auf die eingestellte Temperatur hält. Und das ist das Geile an der ganzen Sache. Wir haben aber hier Gemüsevoreinstellungen, Hähnchenkeulen, dann haben wir hier, man kann sogar Steaks drin machen, Fisch und Garnelen und so Sachen. Und Pommes und fertige Produkte. Diese Programme sind schon vorhergestellt, das wird dann hier auf M, kann man die ganzen Modi auswählen. Wie gesagt, es muss keine teure sein, ich wollte einfach halt weg von dieser komischen Fettfritteuse, wo man immer wieder reinigen muss und dann stinkt es. Ich habe hier drin in dieser Wohnung noch nie frittiert, weil es gestunken hat wie die Sau. Dieses Teil stinkt nicht. Es stinkt überhaupt nicht. Hier hinten ist so ein Gebläseteil. Und ich sage einfach, der ist super geil einstellen. Ich hoffe, das kann man mit der Kamera hier sehen. Und ich kann einfach den Korb rausziehen. Man sieht schon. Ja. Man sieht schon, das funktioniert. Wenn man reinsteckt, geht es gleich wieder los. Den Link, den schreibe ich dann unten nochmal in die Infobox rein. Montana Heißluftfritteusen, alle Geräte heißen Airfryer, weiß nicht wo der Name herkommt, der Erfinder wahrscheinlich. Aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Teil und Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen, weil wir Frikadellen haben wir drin schon gemacht, sind super geworden und das ganze Fett wird unten in den großen Behälter aufgefangen. Also ich finde es absolut top. Wie gesagt, jetzt auf die Schnelle einfach Bockwurst mit ein paar fettfreien oder fettarmen Pommes dazu und ich denke mir, das passt. Dann können wir die wieder wegräumen. Dann haben wir es ungefähr noch 10 Minuten. Das Display ist einfach leicht erklärend. Rechts Temperatur hochschrauben, links die Zeit regeln.
Also mehr gibt es in diesem Gerät nicht. Das Display mal ausschalten. Passt. Aber denkt, das muss man auch mal zeigen, dass es solche Geräte auch gibt. Ich habe gar nicht gewusst, dass er für die Tiere noch nicht Fett gibt. Ich habe mal was gehört, aber habe mir gedacht, ja, wird schon irgendein Schmarrn sein. Zufällig neulich im Prospekt gesehen und dann habe ich da natürlich bei Amazon einmal nachgeschaut und dann habe ich mir das Teil bestellt und bin total begeistert. Das ist echt eine absolut feine Sache, die stimmt hier überhaupt nicht. Null. Also es ist kein Fettgeruch da und leicht zum Reinigen. Was will man mehr? Schauen wir noch ein bisschen nach. Was? Siehst du. Wenn, dann kann man leicht einmal schütteln. Aber es funktioniert tadellos. Hier ist schon mal ein Teller. Vom Felix. Also Felix, das ist einfach eine absolut geile Soße, kann man nur empfehlen. Extra für Bratwurst und Kreiner und Co. Genial. Man kann jetzt nachträglich und nachwürzen, die Pommes zum Beispiel, das geht einfach frei, da zieht man einfach wieder raus, das ist einfach heiße geschützte Unterlage und dann werden wir mal die Pommes ein bisschen salzen, das reicht und dann würde ich sagen, wieder rein damit und dann lassen wir es einfach dahin brutzen, ohne irgendetwas zu machen und das ist einfach das Geile an dem Gerät. Na gut, jetzt warten wir noch ein bisschen ab, dann schalte ich wieder rüber zum fertigen Ergebnis. So, wir haben noch eine Restzeit von 9 Minuten. Ich schätze mal, dass wir die Zeit überhaupt gar nicht brauchen, weil die Wurst kriegt so richtig, richtig schöne Farbe schon. Ja, genau, hier sieht man es glaube ich jetzt besser. Das dauert noch ein bisschen, ein paar Minuten lassen wir es noch und dann würde ich sagen, wir sind mit dem Ergebnis fertig. Also wie gesagt, was kann man nur alles machen? Man kann Popcorns machen, es gibt so einen Pfanneneinsatz, den haben wir extra bestellt. Der passt genau, das Universalpfannen sind das, genau für alle heißen Fritteusen sind die gefertigt. Da kann man zum Beispiel Kuchen backen, Brot backen, man kann alles darin machen. Also was man in der normalen Fritteuse jetzt eigentlich nicht machen kann, kann man sogar hier drin machen. Man kann Krapfen machen, genauso gut. Krapfen, Berliner Krapfen, also man kann Brot aufbacken wieder, das frisch sein. Also man kann alles machen und den Backofen, den großen, den braucht man gar nicht mehr anpassen. Also der bleibt eigentlich immer sauber und das ist eigentlich schon. Ich finde die eine faszinierende Sache. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ja, ich trinke nur mal Wasser. Man muss einmal gesünder erleben. Wenn man schon sowas isst, muss man einfach ein bisschen zurückschreiben. So ist es. Natürlich schon teure Geräte auch, Top-Profi-Geräte von Tefal, Siemens glaube ich oder Bosch. Aber ich habe jetzt einfach so ein Nudelgerät, Monzana, da gibt es auch verschiedene. Aber im Prinzip funktionieren alle genau gleich, nur dass das andere ein paar Features mehr drin hat. Aber das braucht man nicht. Ich würde sagen, ich bin zufrieden mit dem und gut ist.
zu oft braucht man es halt dann auch wieder nicht. Es ist ja nicht, dass man jeden Tag mit dem rumrutscht. Denken wir mal, mit den 200 Grad fahre ich, glaube ich, ganz gut. Also nie da hinten hingelangen, da geht es heiß raus. Da muss es auch ein bisschen weiter weg von der Wand sein. Aber oh ja. Und die Wurst schaut auch gut aus. Einwandfrei. Zwei Minuten, dann ist Schluss. Das heißt, 10 Minuten ist es komplett fertig und krass frisch. Dann gehen wir zum Essen rüber, zum Fazit. Also die Pommes sind schon gut krass, können aber noch ein bisschen was vertragen und dann schätze ich mal, ist es gut. Ausschalten braucht man nicht groß, gar nichts. Ich ziehe einfach den Behälter raus und schon ist das Gerät aus. Fertig. Und es ist fertig. Ich habe eine super schöne Bräune gekriegt. Das Ganze. Und ich würde sagen, ich zeige euch das dann drüben. Und ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Und jetzt gehen wir dann zum Geschmacktest. Ja, das Essen ist fertig und ich setze mal, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Schaut richtig lecker aus. Und jetzt tun wir mal, also das ist richtig schön krass. Geile Soße drüber. Und natürlich noch ein bisschen Curry. Und ich würde sagen, oh, das ist geil. Mmh. Fazit, richtig krass die Wurst. Und die Pommes, einwandfrei, die krachen richtig, ich kann nur sagen, wer vor einer Fritteuse mit absolutem Fett, was dran schwimmt, verzichten will, kann ich nur empfehlen, schafft euch eine Heißluftfritteuse an. Absolut geil. Mm. Echt super. Und die Soße. Die Soße vom Felix. Grillwürstelsoße, die kann man auch empfehlen, die schmeckt mega, mega lecker. Also macht es gut, Helmut, die Anker Filmschmiede. Auf ein Abo würde ich mich freuen und auf alle Fälle, das war unbedingt, das wollte ich euch zeigen, dass Heißluftfritteuse genauso wie einen Dienst erfüllt oder einen Zweck erfüllt, im Gegensatz zu einer Ölbadewanne, wenig gesund ist. Also habe ich ihre. Servus. Echt geil.